Und damit hallo und herzlich willkommen zurück. Nein, nicht zurück. Zu einem neuen Let's Play Projekt. Zurück, ja, sag ich, okay. Nächste Folge. Oder zurück so. Zu unserem neuen Projekt. Ach du je. Was hast du jetzt gemacht? Hast du ihn Isaac genannt. Alles klar, mach nochmal kurz Neustart. Nein, ja. Isaac. Haben wir ja schon mal genug gemacht, dann gibt's jetzt nochmal das Intro gerade zu sehen. Weil das so cool war. Wow. Ach, cool. Genau. Was haben wir gegen Newton? Also mal sehen. Ihm ist ein Apfel auf den Kopf gefallen. Ja, wie schon gesehen, Golden Sun heißt das Spiel. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Ah, na, schon besser. So, dann würde ich mal B drücken. Dann kann man dann wohl... vielleicht? Oder B. B, ja. Oder dann macht er trotzdem. Also. So geht's. Golden Sun, ich weiß nur, es ist ein Rollenspiel. Mehr weiß ich dazu nicht. Von Bene kam, es ist ein hammergeiles Game. Mal, deswegen. Hallo, die Sonne soll gut sein. Die Sonne ist genau, deswegen habe ich mich einfach mal mit dazu reißen lassen, das mitzuspielen. Nee, leider nicht. Du kannst später auch noch Mädchen benennen. Mit dabei ist Bene natürlich, der jetzt auch anfängt zu spielen, weil er die Idee damit hatte. Dann nennen wir uns Mario. Ist da noch dieser Pierre. Colin ist noch mit dabei. Hallo. Majid und ich bin offenbar auch mit dabei. Selber bist du mit dabei. Schon seit ich hier eingezogen bin. Was? Wo ist das Zero, Mann? Mr. Zero. Ja, Namenswahl. Schwieriges Problem. Deswegen, sonst... Wir nennen ihn Möau. So hab ich mal lassen genannt. Wir drin die Entscheidungs... Dings. Möau genannt haben und alle ihn angesprochen. Warte mal, wir haben P, C, M, B, M und S. Daraus irgendwie eine Kombination. Koti. Kommt leider nicht hin. Wie kommst du auf so ein bisschen? Anfangsbuchstaben. So. Ich dachte, das kommt jetzt genau in die Kuh. PCB ist doch irgend so ein merkwürdiges Waschmittel. PCB. Nee, irgendwas in Waschmittel. Klingt wie ein Giftstoff. Ja, so. Oh Gott, Mann, ja, was weiß ich, ich kenne das Spiel nicht. Mac, dann haben wir schon mal MC. Nenn ihn Sunny Boy, ey. Passt mit, glaube ich, nicht. Nee, passt auch nicht. MC Blast. Wir nennen ihn Miau und alle, die damit uns sprechen, Miau. Okay. Von mir aus. Aufwachen, Mann. Ja, Bene, das ist nicht so. Vielleicht auch mal EMT. Okay, das ist schon besser. Nice. Mach aber dann klein die restlichen, nicht alles in groß. Ehrlich, starten. Okay. Zwei Runde. Alles in groß. Nee, E. Ha! M-E. Ja, doch. Na also. Zwei Runden. Ups. Oh, Gott. So klarkommen. Schon voll der Kampf, hier uns einen Namen zu geben. Ja, der Rest des Spiels war dann ja noch lustig. Ja. A, B, C, D, E, ganz rechts. Oh, ist ganz rechts. A, I, J, K, L, M. Das ist einfach so cool. Und B ist direkt da drunter, jo. Sind das so ein Ausrufezeichen? Mach mit Doppel-D. Keine Ahnung. Mach ein Plus. Prozent. Prozent. Mehr auch Prozent. Nein, das sieht scheiße aus. Okay, dann mach die Welle dahinter. Welle? Ja, hoch. Genau, die. Genau. Das ist dann so Gott. Ja, ich hab's dann so lang gezogen. Ja, korrekt. So, Ende. Miau. Ja, passt. Ein Golden Zahn, warum nicht? Miau, wach auf. Jetzt war auf Deutsch. Bitte, mein Schatz, wach auf. Achso, das ist die Mutti anscheinend. Ja. Wow. Der Felsen vom Aleph-Berg fällt ins Tal. Sehr reiflich. Sehr feminin. Oh, ist die ganze Zeit falsch sagen. Also ich auf jeden Fall. Aleph. Die Mutter ist auch... Komm schon, Miau! Wir müssen los, sofort! Die ist Mutter und Vater für ihn. Alleinerziehend. Aber... Du hast etwas vergessen. Fänger! Okay. Oh cool, jetzt haben wir so eine geile Hand. Draußen das hat die Mutter eingesetzt. Du solltest hier ohne deinen Mantel gehen. Ja, immer einen Mantel tragen. Vor allem die Mutter hätte auch einfach zwei Schritte gehen können, was von der Wand. Ja, hast du alles, was du brauchst? Nein. Mal gucken, was ist hier so... Tut mir leid, aber wir haben keine Zeit. Auf was? Du wirst Leute drauf verzichten müssen. Oh. Hey. Frechheit! Ist ja wie Pokémon. Willst du nicht Team Rocket beitreten? Ja, ist echt so. Nee. Ja, noch so ein Typ. Miau. Hm? Dora. Ja. Der Felsen kann jeden Moment herabstürzen. Bisschen lauter musst du. Der Felsen kann jeden Moment herabstürzen. Ja. Ja. Oh, scheiße, die Kerze ist ausgegangen. Also, yo. Achso, nee, die haben die ausgemacht. Yo. Jetzt fackelt unser Haus nicht ab, wenn es vom Stein zertrümmert wird. Cool, glaubst du, dass sie den Felsen aufhalten können? Ich ignoriere sie. Ich glaube nicht, zumindest nicht für lange Zeit. Ach, das, was du willst. Egal, was du jetzt haben sollst. Ihr zwei geht voraus und sucht Zuflucht am Dorfplatz. Deswegen kommst du da nicht mit? Ich muss dabei helfen, die anderen Dorfbewohner zu evakuieren. Ich will mich zermatschen lassen.
Ja, ihr sammelt euch alle auf dem Dorfplatz und lasst euch retten. Ich dir helfen, Kai. Das ist zu gefährlich, Dora. Geh und kümmere dich um mich. Nur hat Bayonetta dort im Dorf bisher. Wow, ist eigentlich genug, um allein bis zum Dorfplatz zu gehen. Du kommst doch allein zurück, oder Miau? Nein, Muttersöhnchen. Du bist doch echt schon ein großer Junge, Miau. Warum gehst du nicht allein? Nein. Du bist doch schon echt ein großer. Ich snap erstmal ein bisschen. Wir wissen, ob sie dann irgendwie aggressiv wird. Nein. Schade, sie schlägt dich mit dem Stock. Ja. So, scheint sich aber. Du bist doch... Was? Okay. Du hast B gedrückt wahrscheinlich. Nee. Du drückst B. Die ganze Genie. Zeit B. Oh Gott. Du kennst den Weg. Geh einfach in Richtung Süden, um den Dorfplatz zu erreichen. Aber so vorsichtig. Tja, wo geht's denn lang? Na, da nach Süden. Wo ist das Tutorial? Geh nochmal ins Haus rein. Haus, ganz klar. Ja, irgendwie schon. Vielleicht ist ja noch eine Kerze zum Auspusten da. Ja, oder da liegt was. Oh scheiße, die Kerze ist ja noch. The fuck, das ist Menü, A ist Menü. Nee, oder ich hab grad so ein Menü-Ding gemacht. Du hast auf mal. L oder R oder so einen Scheiß gedrückt. Ach nee, A ist Menü, ja genau. Items, Status. Ja, Status. Wir sind mehr auf. Level 1, Erfahrung, KP, also normal. Die Physik. Wir haben Glück 3, Mann. Kein Wunder, dass ein Felsen auf unser Dorf knallt. Ja. Und der Charakter, ja, da ist ja wohl derzeit nichts. Und Details A. Ah, cool. Dein Status ist normal. Ist doch gut. Du bist nicht vergessen. Keine Zielenergie, durch. Oh, ja, oh, jetzt haben wir ja unsere Waffen auch noch. Ich einiges. Warum wollen wir ein Heilkraut, Stück 50 KP, ja, passt doch. Geil. Und so geile Cumulus-Handschuhe. Eigentlich ist das ein Schild, aber egal. Ach gut. Steht daneben unter Schild. Eine Machete für Hausarbeiten, ja, was glaubt. Alter, das ist ja scheiße. Ein Baumwollhemd und im Regen, das saugt sich doch voll. Items. Wessen so, Item? Achso, Machete, ja. Ja, egal. Geh raus oder rein oder was. Also A ist das, was wir sehen, was ist dann B ist gar nichts. Also B so ist auch aus dem Mühe rausgehen. So. Macht Sinn, ne? Ich werde mich am Feuer. Nee, du öffnest deinen Inventar. Okay, da oben war wohl glaube ich auch nichts, oder vielleicht auch. Ja, sie hat ja gefragt, du hast vergessen aus. Und wir haben Nein gesagt, also ist da noch was, ganz sicher. Vor allem. Geh nochmal hoch, der Felsen ist irgendwie eh nicht mehr dabei, um Stauf zu knallen. Vielleicht sterben wir ja einfach in dem Haus. Er ist in der Zeit eingefroren. So ein witziger Krügel. Ich weiß ja gar nicht, ob ich hier irgendwie noch. Von welches Kind hat in seinem Zimmer so komische Krügel? Oh, Jo, das ist den Topf. Kann aber nichts finden. Nein, die Töpfe sind schon mal gut. Und das ist das Fass. In deinem Bett, ganz klar. Miau, hör auf zu untersuchen. Der Adept, verbessere deine Synergie. Ja, macht Sinn. Synergie. Nee. Synergie. Synergie, ja, da fehlt das. Setze sie nicht für üble Zwecke an. Synergie, doch. Synagoge und so ein Scheiß. Miau, guck aus dem Fenster. Er sieht einen Stein auf seinem Haus zu krauschen. Der Stein ist irgendwie sehr weit. Die kann man auch anklicken, der Holzkissen. Die Pflanze, ganz klar. Miau pinkelt in die Pflanze. Sie geht rein. Miau legt sich wieder ins Bett. Miau wird vom Stein zerschlagen. Cool. Ende. War gut zu wissen, dass man die Sachen schon mal... Was ist das da für ein kleiner Zwerg? Das ist eine Vase. Ah, voll hässlich. Aber das ist eine lila Pflanze, denn das heißt, du hast weniger beleidigt. Oh, da ist der Felsen. Ja, ist ja alles in Ordnung. Ja, ist echt so. Das war kannst du ins andere Haus einbrechen, ein bisschen hier looten? Synergie und so. Vielleicht war knallen. What the? Nö, wie, Bro? Bist du gekommen, um mich zu holen? Das ist nicht die richtige Zeit für irgendwelche Spielchen. Dummer Junge. Nun, wir sollten uns besser zum Dorfplatz aufmachen, bevor wir bekannt mit dem Felsen schießen. Ich will aber, geh in sein Haus rein und schnau. Ja, ist so. Danke. Räum seine Bude aus. Mal gucken, was in diesem Krug ist. Ey, was ist das für eine Gammel? Ja, hier ist Urin drin. Das Bett ist im Wohnzimmer drin. Ja, Mann, mal ehrlich. Das ist voll. Voll die Einzimmerwohnung. Voll der arme Schlucker, ey. Seine Zimmergenossen sind Kakerlaken. Und die Ratte, er hat sich Freddy genannt. Hol da mal Äpfel. Ey, mit denen kann man gut reden. Quatschen kann. Sind wir du willst Äpfel ansprechen? Ja, wer weiß. Wenn sie glänzen. Das ist eine Treppe nach oben. Boah, da kannst du noch in das andere Haus und looten. Ja. Da ist eine Treppe. Du kannst die Felsen. Meine ich. Das da oben. Kannst du auch noch looten. Ja, cool, ne? Naja, auch noch looten. In Anführungszeichen. Hallo. Vielleicht noch ein bisschen schenken oder so, aber... Warum haben sie Menü und sowas auf eine Taste gelegt? Weil du eigentlich...
kaum. Ja, aber du kaum was brauchst, außer ansprechen. Kennst du das Spiel, Majid? Ja, ne, ich kenne das so ein bisschen. Er kann alles da, ein bisschen, da steht was, da steht was. Da steht was, da unten, direkt unter dir, was liedern ist. Vielleicht von so rechts ansprechen oder so. Also, ah, oh, nee, nicht so. Und im Bücherregal, wieder Synergie. Synagoge. Wie man ein Dorf aufbaut. Oh. Wahnsinn, das war echt heftig, ey. Ja. Okay, wollen wir uns ein Dorf aufbauen? Wir haben jetzt ja gelernt, wie es geht. Hallo Felsen. Ist ein großer Felsen, den man auch nicht bewegen kann. Den wir auch. Den Cousin kurz für eine paar Sekunden auf. Quasi. Wow. Boah, jetzt kommt der Felsen. Oh, scheiße, ey. Was machst du bloß? Nimm den anderen Ausgang. Wir gehen aber die andere Treppe runter. Tja, der Felsen sagt nein. Nach oben. Ja, ja, klar. Links. Das ist ja der Links. Wo gehst du? Nicht hoch. Wir sagen runter. An dem Haus vorbei. Lass mal nicht gucken, ne? Ja, da ist ja nichts. Da ist eine Treppe. Runter. Oh! Ja. Oh, wird jetzt auch versperrt, wo es ein Pech war. Das ist nicht blöd. Pass auch durch. Also ich nix da. Irgendwie nicht, Colin. Okay. Irgendwie nicht. So, wohin geht's denn noch? Springen, Sumpf. Da geht's doch noch runter, oder nicht? Wo runter? Ja, wenn du an deinem eigenen Haus runter gehst. Hä? Nein, da ist doch ein Felsen. Ja, nee, geh mal da. Und dort dann jetzt rechts. Und dann da, ach, rechts, da, ja. Und dann runter. Rechts. Ein Baum. Oh. Kann ich nicht wissen. Miau umarmt ihn. Nichts passiert. Ja, dann wieder unser Haus. Guck mal, hast du vielleicht ja, legen wir uns schlafen. Synergieattacken oder so ein Scheiß. Ja, aber irgendwie sind die ja nach oben gegangen. Ja, um den Felsen aufzuhalten und wir sollten nach unten gehen. Ja, aber wo sind die lang gegangen? Was an dem Felsen vorbei, der da liegt. Gehen wir mal kurz auf A. Wow, man kann da dran vorbei, ich glaube, oder war da schon besser. Looten! Ja, was willst du? Die haben alle dieselbe Stimme. Ich versuche meine Armseligkeiten in Sicherheit zu bringen. Was ist das? Eine Truhe. Ja, eine Truhe, Mensch. Öffne sie. Das ist Garrettes Schatzkiste. Garrett. Oder Garrett. Garrett. Du willst mich doch hier nicht etwa zurücklassen, miau, oder? Wenn mich jetzt ein Felsen erschlägt, verliere ich nicht nur meine Truhe, sondern auch mein Leben. Ja, die Truhe klauen wir dann. Ja, also. Lass uns einfach von hier verschwinden. Bene, du hast gerade als Gareth Fall, Gareth, du zum willst Team. Mich hier nicht zurücklassen, hast du gesagt, nein, das heißt, du willst dich nicht zurücklassen. Hättest du ja noch nicht zurücklassen. Kannst du die Truhe öffnen? Es ist Gareth, oh, schade. Kiste, aber wir können sie nicht öffnen. Schade. Aber wir haben Gareth im Team, Mann. Hallo, der fliegt als erstes Gareth raus. Lebt in unserem Arsch. Oh ja. Ich glaube nicht, dass man so viele Charaktere hat. Wir sollten nicht nach Norden gehen, so gelangen wir genau zum Alefberg. Oh nein. Zum Dorfplatz geht es da entlang, wir müssen nach Süden. Zurück. Läuft schon mal gut. Oh, Felsen. Oh, scheiße, Mann. Wir sehen die gerade voll gleich. Ah, der Felsen, der fällt. Keine Ahnung, wer das war. Pass auf. Die Steinanbeter. Okay, passt doch. Was und platsch zum Warum Matsch. Rollt er ständig wieder runter? Der ist so schwer, wir können ihn nicht länger aufhalten. Oh mein Gott, oh, weil wir zerstört, wenn unsere Synergie verbraucht ist. Also Synergie ist wichtig. Wir müssen durchhalten, bis alle Dorfbewohner in Sicherheit sind. Oh, ich hör mal auf, kein Bock. Steh Jungs, lauf, nur noch ein kleines Stück. Ja, auf dem Dorfplatz kann alles zusammen zerquetscht werden. Komm schon, miau, lauf! Oh, Colin, ich hab's dir noch gesagt. Ich hab's dir noch gesagt. Lauf, der Felsen kommt! Oh, Felsen. Lauf mal nicht. Das ist eher spazieren gehen. Oh, tja, verkeckt. Oh, no. An diesem Felsen kommen wir nicht vorbei. Ach, was, Junge. Wir brauchen... Hey. Wir müssen den Weg dorthin. Warum sind hier so viele Felsen? Das ist Feld City? Klar. Mamoria City. Oh mein Gott. Nein, ich bin tot. Steinschlag, der Zaun, mein Monster. Oh nein, Monster. Ich bin schwer verletzt. Glaubst du auch, dass ich sterben werde? Da war ich ja. Ich wusste es, ich bin am Ende. Rettet euch selbst. Cool. Toll. Tschüss. Tschüss. Die Leute nerven noch ein. Ja, klar. Ja.
Aber die Treppen sind echt gut getan. Boah, Beißmaus erscheint. Ein bisschen leise, oder? Ja. Ja, ich habe auch ein bisschen leise gedreht, dass das nicht noch vom Mikro mit aufgenommen wird. Das ist aber ein bisschen scheiße. Kein Hype-Kriegt oder so. Das ist auch ein bisschen scheiße. Nee, haben wir ja schon geklärt. Team von... Ja, das zuerst an. Okay, kämpfen. Aber wir kämpfen. Ganz klar Rückzug. Ja, die Weißmaus kann nichts, ey. Die wollte eigentlich gar nichts machen. Wollte eigentlich nur Hallo sagen. Hallo Leute. Ja. Wir haben zwei Münzen von gestreichelt der werden, aber du hast sie abgestreichelt. Von der Maus. Das ist eine Weißmaus, also würde ich eher beißen, wenn du sie streichelst. Ja, das ist viele Weißmaus, ja. Wieder. Fledermaus. Oh, eine Fledermaus. Die kennen wir ja, die Fledermäuse. Die kommen ja gerne. Was gibt's denn da noch überhaupt? Ganz viele Mäuse. Ja, können wir gleich beim nächsten. Oh, ist noch eine andere Maus? Es gibt normal Angriff, Psyche, Energieattacken, was sind denn für den Fall? Zwei komische Pilze. Alter, die kommen auch immer so vor, die sollen Pilze nennen. Die haben auch ein bisschen Energie und Mogel. So, da können wir unsere Psyche benutzen. Da haben wir natürlich selbstverständlich noch nichts. Items haben wir blocken. Unsere Heilkräuter. Benutzen die Machete. Die wir selber benutzen, unsere Kleidung, unsere kleinen Handschuhe anscheinend auch. Oder wir können es steffen. Ja, alles klar. Ciao. Flatsch, Flatsch. Ey, Schaden, tschüss. Testpilz kann nichts. Wahaha, bam. Uah. Oh, scheiße, Mann. Ja, der Garrett ist gleich tot. Ja. Ah, scheiße. Ja, der hat genauso viel HP wie du. Garrett ist scheiße. Hallo, er hat mehr HP als du, den kann er nicht schaffen. Boah. Hm. Hab ich jetzt geschlossen gerade. Im Moment ist er scheiße. Ich glaube, ja. Das ist so. Mhm. Ja, das ist ziemlich glück gelaufen, ne? Warum machen die es auch erst so spät? Die hätten das schon viel früher machen können. Oder? Nee, musste ja gerade sein, dass man merkt, oh scheiße, da kann ich nicht lang. Ja, da muss man jetzt den Scheißweg wieder. Ja. Weil... du hast oben einen Weg verpasst. Da. Ja, von da kannst du ja, aber dann müsstest du es... wieder über die Brücke. Oh, da ist er. Über die Brücke. Oder runter. Stört sich aber von der Baum Brücke. Und eine Treppe. Oh, da ist er. Und da ist noch eine Treppe. Wahnsinn. Wäre auch ein bisschen scheiße, wenn da keine Treppe wäre. Lola, mein Bruder! Ach nee, Lola, mein Bruder! Wow! Halte durch, Felix! Da muss ich jetzt an eine Katze denken, irgendwie. Ja. Felix, will ich entscheiden! Ja, das ist die Mutter. So, ja. Wir sind Weg finden, ihn zu retten. Oh, abgesoffen, tja, Pech gehabt, dort genau. Ja, das war's. Naja, wir tun einmal so, als wäre nichts passiert also. Und gehen weiter. Oh, das hat wieder was. Toll. Oh, so reicht nicht. Wir sollten sehr Energie. Ist irgendwie kacke, wenn Bena alles voll ist. Außerdem hatte ich den. Das war doch ein... Achso, ja. Dann müsst ihr auch das ist ein Typ, der kein Bild verdient. Ich habe all meine Kräfte verbraucht. Wie steht's mit dir, Kyle? Ich bin völlig ausgezehrt, weil ich den anderen Dorfbewohnern geholfen habe. Ausreden. Dieses Klingen war gar nicht gesehen. Wir müssen Hilfe holen. Die Mutter hat ihre ganze Psyche verbraucht. Ob Felix auch durchhält, bis wir jemanden gefunden haben, der uns hilft? Kurzer Aussetzer. Nix, was wir hier für ihn tun können, oder? Na, lassen wir ihn alleine. Vor allem, er kann das alles. Dann hören. Geht und holt Hilfe, aber so schnell wie möglich. Jenna, kannst du auch mitgehen? Du bist recht du. Alt, oder? Ja, das ist eine Frau. Ja. Mein Bruder erzählt auf dich an. Also gut, auf uns gehen. Okay, los. Hä, die gehen ins Haus. Achso. Ja, und dann wieder raus. Weil sie nicht mehr richtig Dorfplatz ist, ja. Vor allem, die Mutter hat ihre ganze Psyche verbraucht, als sie einfach die Jacke von der Wand abgehoben hat. Natürlich, das ist ja so heftig. Wow. Hast du gesehen, was gerade geschehen ist? Und da finde ich selbst ganz blau, er ist nicht fast gefallen. Oh, so ein Lappen. Ja, würde ihr beide wohl helfen? Nein. Ihr müsst nicht, wenn ihr nicht wollt. Geht einfach nur zum Dorfplatz. Alter, der ist voll Akku jetzt. So wie ihr folgen könnt, die tötet uns da. Da habe ich jetzt Angst vor. Hilf Felix einfach. Ja, Felix. Ja. Dass du da sein Leidenshände ist. Achso, okay. Kein Problem. Ich werfe einen Stein nach ihm. Oder zwei. War ein großer Felsen. Ja, genau. Darum sind ja anscheinend so viele hier im Umlauf. Hallo, Krug. Oh, warum finden wir keine Überreste oder so? Mir auch findet ein Häufchen scheiße. Cool.
Nein, der neue Felix, Hilfe ist schon unterwegs. Ja, lass dich los. Glaub, was ist los, du, Felix? Als du Nein gesagt hast, hast du das irgendwie... Oh, okay. Miau. Nee, falsche Stimme, ja. Ihr beide habt nicht genug Psy-Energie, um Felix zu helfen. Geht dann zu Felix. Ich hätte den Chat. Ja, die schlechte Stimme. Ja, ich bin dann auch angefangen. Hallo, ihr habt 13 cool. und 12 Psy-Energie. Also, wenn sehen, das nicht Felix, reicht. Geh sterben. Nee, du brauchst 14 und 13. Runter. Dorfplatz. Boah, die Leiter ist da drin voll 3D und so. Da ist so ein kleiner Mini-Stuhl neben Weißmaus. Schau, Weißmaus. Wir haben noch kein Level up, also brauchst du mehr andere. Boah, Miau ist recht. Nein, sind hier voll Mario. Gott. Mit der Machete zerhackt. Nö, da ist der dicke Felsen. Und der sagt nein. Da kann man runter, da kann man nein. Boah. Irgendwie glaube ich, dass hier eher der Dorfplatz ist, oder? Ja, Simon hat ja auch gesagt, geh einfach zu durch. Ja, aber da gab es noch einen anderen Weg. Und wenn der hier wirklich zum Dorfplatz fehlt, also zum Ziel. Boah, kannst du auch rein? Oh, nee. Ist, Kuhstall, da ist nichts gut drin. Ja. Oh, wieder nichts. Ja, und Loot. Ich will looten. Okay, merke ich mir, Colin. Wenn wir das erstmal was looten, wir haben schon was gelootet von Tieren, aber wenn wir das erstmal was aus Kisten looten, dann sage ich, Colin, ihr sagt, es gibt's nicht. Das, und das war gelogen. Du hast scheiße gelabert. Ja, jetzt korrigieren im Nachhinein. Oh, guck mal, da liegt eine tote Leiche. Leichen sind immer tot. Fragst du mich etwa, ob ich Synergie einsetzen kann? Synergie. Ja. Sonst kommen wir nicht voran. Oh, das dachte ich auch. Man muss jung und stark sein, um Synergie einzusetzen. Das ergibt keinen Sinn, die Mutter von Dingens ist auch nicht riesig. Ja, so war das von einer alten Frau wie mir, den Einsatz. Synergie, verlange nicht das Unmögliche. Frag mal die Leiche da. Okay, gut. Okay, hier. Ich bin 10 Jahre jünger, die ist viel anzubieten, aber ich bin leider zu alt. Alter Sack. Schlafi. Ey. Was steht der Typ eigentlich da in der Mitte? Was steht der Typ eigentlich da in der Mitte auf der Insel? Die Frage fällt noch Zeit, hat mein gesamtes Synergie verbraucht. Der steht da in der Mitte, weil es Style hat. Oh, okay, der Typ ist voll. Der hat voll die Muckis, also sag mal den. Ja, wie? Da, ist da, noch genau. Da, danke. Da, so scheißegal. Ich, also halt schräg nach unten oder was. Oh, da kann ich vielleicht, ist dir nicht was gefallen. So ein dummer Junge. Ich komme mir irgendwie gerade vor wie Lassie. Lassie. Er ist in den Brunnen gefallen. Nein. Oh mein Gott. Geht und helft den Ältesten. Der Felsen ist zu schwer, als dass sie noch länger halten könnten. Irgendwie fehlte da was. Ja. Als dass sie ihnen an ihm fehlte. Wir dürfen nicht zulassen, dass der Felsen unser Dorf zerstört. Das, das wird eh keiner vermissen, das Dorf. Lass uns den Elfen helfen. Ich erzähl doch mal. Tschüss. Voll das zurückgebliebene Inzuchtdorf. Das zumindest. Das ist doch auch. Oh, ich hab die Stimme vergessen. Großvater, Jenna! Jenna. Jenna hat mir von Felix berichtet. Seid ihr deswegen hier? Brave Jungs. Mhm. Könnt euch nachher einen Bonbon bei mir abholen. Jenna kann jede Hilfe gebrauchen. Danke. Großartig, ich bin wieder voll aufgeladen. Achso, ne. Ich glaube, das war dir. What? Er sieht vielleicht hier aus, seine Pose ist voll über und seine Arme sind voll an seine Ohren dran. Wie steht's bei dir? Hast du deine Synergie wieder aufgeladen? Die anderen sind seine Ohren. Die anderen haben auch solche Sprites. Irgendjemand? Was? Das ist der Muskelprotz. Genug, um Felix zu retten, den Synergie-Stein sei Dank. Was? Voll da war er gerade aufgestanden. Okay, bin ich das noch anscheinend? Okay, Jenna. Ja, das ist der Alte. Du hast okay, Jenna, du hast ihn gehört. Jetzt schnell zurück. Stimmen haben sich schon wieder geändert. Ey. Der Weg ist vielleicht vom Felsblocken blockiert. Ihr zwei könntet ihnen den Weg zeigen.
Nö. Dr. Wow. Cool. Na, bist du verwirrt? Ja, der war noch so schrott. Guck, gleich kotzt er. Kannst du die Special Effects bitte lassen? Klar. Vor allem, warum, die hat das Spiel schon so. Warum müssen wir den Weg zeigen, wenn das Mädel auch von da oben gekommen weil ist? Weil Felsbrock den Weg versperrt haben könnten. Ja, und? Wir können die ja nicht finden. Weil wir eine Aufgabe brauchen. Sonst geht mal zurück, ihr beide bleibt hier. Ja, das wäre perfekt. Dann, ja, aber das wäre ja dann nicht, dann wären wir ja nicht der Held. Weißt du, dann wäre nachher Felix der Held oder so. Der muss wenn er nicht ab. Nee, der im Fluss. Wenn er nicht abläuft, ist er vielleicht der Held. Wart. Wer bist du denn, Jenna? Bin ich deine Mutter. Sie ist auch die Hündin bei Balto. Oh, ich bin das. Kennt sie nicht. Ich könnte da jemanden finden, der uns helfen würde. Wie ist es euch ergangen? Ja, wir haben den Kugel hier. Der hat immer noch keinen Namen, ne? So ein unwichtiger Nebenkampf. Du kommst gerade rechtzeitig. Felix geht's gut, ey. Hab voll durch. Ihm geht's gut, er es sieht aus, als würde er gerade genüsslich im Baumstamm bisschen. Nee, nee, das ist gerade ein Fisch, der versucht. Ah, ja, hier, jetzt komm ich. What? Oh, scheiße. Naja, lass mir Felix abtauchen. Vor allem, warum kommt da mit einer so ein Felsen? Der hat extra darauf gewartet. Oh, das war der fette Felsen. Genau, der, den die anderen nicht aufhalten konnten. Oh, wie werden sie jetzt alle zerflatscht? Keine Ahnung. Sieht das ist aus. Slow Motion, weißt du? Das sieht richtig übel aus. Oh, oh, tschü. Kommen gleich Blutflecken einfach. Und dann färbt sich der Fluss rot. Was ist der Stil? Wow. Oh. Nein, Felix! Ist er abgesoffen? Ihr Schweine. Komm. So. Oh. Achso, dann kann sie einfach bewegen. Ich war gerade zu Hälfte, was passiert noch was? Oh, ich würde gehen. What? Ihm geht's wieder prima. Okay. Nee, jetzt nicht. Ist er wieder hingefallen. Das hat keinen Sinn, ich kann mich nicht bewegen. Alter, die brauchen ja alle sind drei andere Leute neben dir, die ihm helfen können. Warum soll er extra was sagen die anderen dann? Oh. Ja, der Felsen, wir müssen Hilfe holen, sonst werden wir alle ertrinken. Nein, das kann ich sein, Kyle, du musst ein Albtraum sein. Du musst ein Albtraum sein, ey, Kyle, Mann. Oh, hört mir die Ecke und Schäb. So. So, wir müssen Hilfe holen. Vielleicht nochmal im Dorf Hilfe holen, ja. Den alten Mann fragen. Die können anscheinend alle nichts machen. Hin und her, gucken wir, was Sache ist. Und der ist so Muskelprotz, aber irgendwie hat er bisher nichts mehr. Er hat sich eingestuhlt. Also, ja, deswegen kann er sich auch nicht bewegen, sonst läuft das Bein runter. Miau! Miau! Ich kann ihn nicht alleine gehen lassen. Auf dem Bild hat er rote Haare, aber da hat er auch. Jetzt sind wir dieser müssen wir Männer zusammenhalten. So, jetzt haben wir den wieder. What the hell? Der hat eine coole Stimme. Also niemand von uns. Nee, irgendwie nicht. Nur wir beide haben überlegt. Oh, ja. Jetzt ist er der. Jetzt ist er der. Oh. Sie ist keine alte Frau, Mann. Wie hätten wir auch ahnen können, dass das Heiligtum von Sol solche Kräfte entfesseln würde? Magic, dein Einsatz. Es ist kein, es ist ein Wunder, dass wenigstens wir zwei verschont werden. Oh, mein schöner Körper. Das war's mit der coolen Stimme. Das muss eine Feinde gewesen. Das war's mit der coolen Stimme. Ich finde die Stimme passend irgendwie. Er guckt auch so. Ah, wer hätte gedacht, dass da so ein so heftiger Sturm entfesselt würde. Und ein weiterer Beweis für die unfassbaren Mächte der Elfen. Nichtsdestotrotz dürfen wir beim nächsten Versuch nicht versagen. Zum Ende komme ich sofort wie gerade Jesse und James. Ja, irgendwie schon. Nächstes Mal werden wir sicher. Miau, genau. Miau, warte. Alter. Miau, warte. Was ist das denn für eine singende Katze? Du hast uns doch gerade eben belauscht. Oh, belauscht, ich belausche ihn. Ganz ehrlich, wie das klingt so. Ja. Jupp, eiskalt. Miau.
Der Typ ist so gestört. Ja. Für eine Katze. Ja. Die sind unheimlich. Bist du sicher, dass du mit denen reden willst? Natürlich ist Team Rocket, die können nichts. Ja, die beiden bestimmt schon. Du musst alles vergessen, was du eben gehört hast. Cassidy und Butch. Ja, genau. Keine Sorge, wir werden dir helfen zu vergessen. Du musst alles verdrängen, wenn sie mit dir fertig sind. Wenn er mit dir fertig ist. Mysteriöse Frau. Hey, Mysteriöse würde auch gehen. Aber Miau ist was. Mysteriöse Frau. Mysteriöser, schwuler Mann erscheint. Ja, versuchen wir es einfach. Zuerst auf den Kerl oder zuerst auf die Tuse? Vielleicht können wir ein bisschen klatschen. Warum konnte man das gehen? Ah, erstmal die Frau. Ladies first halt, ne? Boah, nimm 3 Schaden, die hat voll die hohe Hilfe. Die sind glaube ich weg. Ja. 54, das hätten wir so oder so nicht überlebt. Ja, aber klar, muss einfach passieren. Das ist doch viel zu heftig. Na, ja. Oh, jetzt sind sie geraped. Okay. Alter, der Sprung war voll ewig. Sie spielen Mario. Das Geräusch war ich von den alten Dingern. Ja, sie haben sich gerade für Mario geraped. Oh, ein bisschen der Berg hat eine Erektion. Oh. Also, das Spiel beginnt. Ja. Du bist tot. Der Anfang. Ja. Ist doch ein guter Anfang. 3 Jahre später. Felix ist halt das bei. Halt das bei. Felix! Du bist immer noch im Fluss. Felix ist immer noch. Wird ich jetzt noch? Ja, ich glaube, ich finde jetzt mal richtig gut an, ich kann schon mal stehen. Wow, du hast doch gemeint, jetzt das Dach. Noch was? Also, was für Reparatur? Achso, ja, gleich. Das ist bald. Gut, mach nur weiter. Ja, mach ich. Ja. Ja. Oh, nee. Oh Gott. Ja. Trainierst du immer noch, Geld? Das ist ein bisschen das Mädel, das ist egal. Sie hat den Stimmbruch bekommen. Klick! Boah, ist heftig. Da macht sie den Oldschool-Style. Ja! Yeah. Bam! Und passt doch. Er hat voll seine Psy-Energie unter Kontrolle. Du musst Bock, ich bin Herz und Zähne dabei, Junge! Yay! Oh Gott! Unheimlich. Was war das? Ich bin gleich fertig! Spielt mit seinem Handy rum. Nee, das war nur eine irgendein Handygame, was sich gerade gemeldet hat. Oh. Zack. Ich will gar nicht wissen, was das ist. Cool, es ist an der Zeit zu gehen und ich wollte dich gerade auf den Zock lassen. Forever alone. Ja. Was genau ist mit euch beiden geschehen? Das war vor einem paar Jahren, ist das der Grund, warum wir so intensiv dem Studium der Psychologie Also jetzt der Vater, die Mutter? Nee, der die Mutter ist doch gleichzeitig der Vater, hatten wir doch so irgendwie. Anscheinend hat er doch noch einen Vater gehabt. Dieser schreckliche Tag, wir sind losgegangen, um Hilfe zu holen. Ja, das ist der andere, der auch diese behinderte Stimme hatte. Ihr habt Kai getötet, ihr Schwein. Aber später hat man uns bewusstlos gefunden. Was haben Sie gerade Gedanken? Ich habe gerade Gedanken gelesen. Du warst gerade in meinen Gedanken drin. Was? Du wolltest doch gerade etwas sagen, oder? So, okay, cool. Das ist so komisch, Gott. Du machst mir Angst. Warum machst du mir Pause aus? Jenna, bist du mir jetzt böse? Komm schon! Ich warte! Wie? Oh, du kleine Bengel! Wow, warte doch uns! Du bist noch so unerfahren! Das regt mich auf! Oh, pass ich, geh jetzt mit uns! Aber, Jenna! Du kannst nichts reißen, du bist ein Lappen! Guck dich so! Ich würde nicht auf dich warten, wenn du zu langsam bist! Hast du das gehört? Okay. Oh, wieso verfolgt mich da jetzt? Hilfe, Hilfe! Perverser! Er ist behindert, er kann es nicht! Wow, er ist gerade gekommen. Ja, weil normal einfach zu Mainstream ist. Oh, der hat den Oberflach drauf. Alter, Bene,
Was ist los mit dir? Warum macht dich das geil? Weil er miau. Nee, die kleine Sex. Du hast noch nicht ja, aber du hattest gerade gesagt, oh, wir sollen Energie da einsetzen. Ja, muss ich ja sagen. Wenn ja, dann sag es wenn sie das sagt. Ich komme da auch mal hoch. Ah, er hatte zwei Väter. Eine moderne Familie also. Ja, ne? Du hast die Löcher wieder ordentlich gepflegt. Ich hab bitte weg. Warum überlese ich dann mal das L? Gut, dann bist du jetzt fertig mit dem Flicken. Du bist sehr zuverlässig. Genau wie ist dein Vater, aber... Welcher? Die Mutter sieht irgendwie aus, als hätte sie ein schwarzes und ein blaues Auge. Ja, fuck ja. Du denkst doch noch immer an diesen Vorfall. Du machst gerade nicht mehr mit der Mutter. Ich glaube dir nicht. Du Scheiße, Alter. Geh mal runter, ich schub sie gleich von der Latte ein. Du Onkel, habt harte Angaben in eurem Kenntnis der Psychiatrie zu vertiefen. Kenntnisse? Glaubst du, die Dinge wären anders gekommen, wenn eure Fähigkeiten damals schon stärker gewesen wären? Na Siggi, dann hätten wir die voll an die Wand geklatscht. Ja. Und dann werden sie so in den Himmel geflogen, dann dieser Stern. Ich frage mich. Dann treffe ich erstmal um. Als Keil von mir ging, war ich völlig am Boden. Keil ist der Vater. Ja, definitiv. Der zweite Vater. Der Vater, aha. Ich fühlte mich so einsam. Das hat zwar einige Zeit gedauert. Jetzt geht's mir besser. Tolle Spur da, ja. Ich habe nur noch dich. Warum liegt hier bei Stroh? Oh, guck mal, wie scheiße. Du bist nur bald 17. Du bist kein so ähnlich als er noch. Oh, das ist gerade eine ganz schlimme Richtung. Ich freue mich darauf zu sehen, wohin dich das Leben führen wird. Oh, Hilfe. Klettern wir auch nochmal aufs Dach und gleich brechen wir durch die Leiter. Hallo! Da steht er nicht. Gleich brechen echt durchs Dach. Oh, doch, genau. Noch ein Wort. Ja, auch einen guten Morgen. Warte, auch lass ihm Zeit, er braucht ein bisschen. Okay. Und dass dich unser Garrett ist. Der auch noch. Was habt ihr denn heute vor? Wir gehen mit Kran zum Alephberg. Warte mal. Crane. Hallo, er wurde bewusstlos geschlagen und vergewaltigt. Er ist einfach... Eine Klettermatie mit Crane also. Oder Kraken. Crane klingt cooler. Das klingt cooler. Kinder und ihre Spiele. Crane. Und das ist ein zu studieren. Oh, ja, Alchemie. Interessiert keine Sau. Alchemie ist die Grundlage aller Psyllergie. Schön, dass du das klargestellt hast. Ihr alle wisst, dass der Alephberg oder der Elmosberg der Alephberg der größte Quelle in Alchemie ist. Ich dachte, Alchemie ist sowas mit Kreide. Man sagt, dass Kreide der beste Lehrer in der Gegend sei. Auch der Einzige. Alchemie, ich frage mich, wozu sie wohl liegen mag. Deine Mutter würde es vorziehen, dass du dich zu einem glücklichen, einfachen Mann entwickelst. Nein, genau. Aber ich nehme es an, dass du trotzdem gehen willst. Ja, nö. Nein, ich will hierbleiben. Du bist so scheinheilig. Mach euch fort, ihr Racker. Ihr Racker. Oh, jetzt ist ich wütend. Du bist genauso schlug wie dein Vater. Wow. Also, krass. Ja. Was? Also, mein Gott, nicht. Vorsicht. Ich wollte gerade sagen, Kranichstellung oder was? Nee. Oh, das war klar. Nee, sie hatte doch Rolle. Sie hatte doch die Männerstimme. Auf der einen Seite braucht sie die Leiter, um zu klettern, auf der anderen springt sie... Da ist sie ja nicht ganz runtergefallen, Mensch. Die Nacht hat immer zwei Seiten. Es ist 3 Jahre vergangen, der hat sich so ein bisschen geklärt. Ach so, sie hat Östrogen genommen. Warum ist er die ganze Zeit traurig? Es tut mir wirklich leid. Ich werde nicht mehr im Weg stehen. Also, oh, Mutter, nicht da! Oh, bist du da? Wie? Was soll denn? Mutter, ich bin gerade Er bricht schon wieder rein. Er muss eine Karten holen, das geht er eben tief durch. Alter, weh. Oh, macht nix. Was? Mama, Schüssel! Yeah. Oh, aber ihr solltet nun besser los. Es riecht schon ein bisschen. Oh. Das wische ich schon auf. Noch so ein großer das Junge. Haus ja, was sind die da auch zu viert drauf? Das ist ein Strohdach. Herr Gott nochmal. Was haben die erwartet? Ich kümmere mich schon darum. Ihr müsst nicht länger warten. Vielen Dank, Frau. Vielen Dank, Frau. Vielen Dank, Frau. Jo, Frau. Bitte nenn mich doch Dora, Frau.
Dora hat wir gehen dann mal. Wir gehen dann mal. Warte, Garrett, sei vorsichtig, wo du hintrittst. Ja, wir gehen. Garrett und Jenna gehören jetzt zum Team. Nicht jetzt. Wenn dieser Du-Scheiße, ey. Ich kann nur lesen. Ja, nein, kann jetzt. Aber vorlesen ist immer ein bisschen anders als so das Ablesen. Wir machen mal Fehler. Ja, ciao, Dora, Frau, ja. Frau. Wir machen wieder zum Berg. Dann würde ich mal sagen, bevor wir losgehen, erst vorne und so. Ja, irgendwie schon, ne? Nein? Ich weiß nicht, wie das mit Sprechen ist, ob wir das überdings machen müssen, aber das wäre dann auf jeden Fall die erste Folge gewesen jetzt erstmal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.